Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 12. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Mond bekommt einen Einfluss von die Hyaden und Plejaden. Die Hyaden und die Plejaden sind die Töchter von Atlas und die mythologische Geschichte beschreibt, dass diese Töchter oder Halbschwester, die Hyaden und die Plejaden sind die Halbschwester, sie haben Tränen. Die Frage ist nun, was für Tränen sind es? Die Tränen die Traurigkeit oder Tränen die Freude? In diesem Bereich befindet sich auch das goldene Tor, die Ekliptik. Es ist zwar im Bereich Tierkreiszeichen Zwillinge, aber diesem Sternen oder dieser goldenen Tor, die Ekliptik, gehört noch zu dem Tierkreiszeichen Stier. Trotzdem, die Mond in Tierkreiszeichen Zwillingen empfängt diese Energie. Ich stelle nochmal die Fragen, was für Tränen haben wir gerade? Und das symbolisieren die Hyaden und die Plejaden. Und da treffen wir klare Entscheidungen. Welche Richtung sollen wir weitergehen? Führt es zu Erfolg? Ein zufriedenes, glückliches Leben? Oder schleppen wir etwas mit, was uns bedrückt? Das können auch Gefühle sein. Und dann fühlen wir enttäuscht. Und das führt zum Tränen. Mond wird die Hyaden-Plejaden verlassen und nähert sich zu einem besonderen königlichen Stern Aldebaran. Dieser Aldebaran wurde von dem alten persischen Astronomen als königlichen Stern bezeichnet und damals, vor etwa 5000 Jahren, diente die östliche Himmelsrichtung. Dieser Aldebaran befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Das ist das Auge des Stieres, aber wirkt in diesem Bereich Zwillinge, weil die Tierkreiszeichen und Sternbilder, die übergehen auf dem anderen. Es gibt keine exakte Abgrenzung, wie wir in einem Horoskop das kennen. Und weil die Mond zu diesem Auge nähert, zu diesem königlichen Stern Aldebaran, das bedeutet, in die nächste Zeit sollen wir etwas genau anschauen oder wir erkennen etwas klar und deutlich und haben ein klares Blick in unserer Situation. Aber auf dem heutigen Tag und die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Zwillinge. Es ist Bewegung. Es sind kleinere Veränderungen. Bei den Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema die berufliche Situation. Es nähert sich aber etwas und das ist eine Reise oder eine Planung in eine Reise oder neue Ausbildung kann auch sein bei vielen Zwillingsgeborenen. Die Zwillingsgeborenen fühlen sich aber überfordert und kraftlos. Ein Gespräch kann auch unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass die Zwillingsgeborenen warten auf eine Nachricht oder warten auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht und es bedrückt noch die Zwillingsgeborenen. Tierkreiszeichen Krebs. Die Krebsgeborenen spüren im vertrauten Umgebung die Nervosität.
Da einzumischen ist nicht klug. Das heißt, ist besser für die Krebsgeborenen zurückhaltend sein und abwarten. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und bewegt sich auch etwas bei den Krebsgeborenen und kommen auch Einflüsse von außen. Und das bedeutet, momentan zurückhaltend sein und abwarten. Wichtiges Thema ist bei den Krebsgeborenen die Freundschaften, Bekanntschaften oder ein Verein oder eine Partei. Und die nächste Zeit wird auch wichtiges Thema sein, die berufliche Situation. Und hier möchte ich erwähnen, es gibt auch ein Energiefeld für die Arbeit. Und das habe ich veröffentlicht und erklärt, in welcher Energie gerade befinden wir bezüglich Beruf, Berufung, Arbeit. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Möglichkeiten und Chancen. Die Löwengeborenen fühlen auch eine gewisse Leichtigkeit. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und kommt Hilfe von außen, von der Umgebung. Und durch diese Unterstützung werden die Löwengeborenen etwas bereinigen oder etwas in Ordnung zu bringen. Wichtiges Thema ist bei Löwengeborenen Liebe, Partnerschaft und auch Freundschaften. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist im Augenblick spürbar die Nervosität, die Unruhe. Sie können sogar damit rechnen, dass ein Einfluss kommt von außen und da erzeugt eine gewisse aggressive Stimmung und dadurch fühlen sich die Jungfraugeborenen hilflos, kraftlos. Ein bisschen Geduld noch, weil das beruhigt sich wieder. Und bei die Jungfraugeborenen ist wichtig, dass Selbstdarstellung, aber auch etwas in Ordnung zu bringen, um die Gesundheit kümmern. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist Leichtigkeit und die Waagengeborenen haben Glück gerade in die Liebe, Partnerschaft und haben auch Möglichkeiten gerade. Sie sind im Gleichgewicht. Sie sollen ihre Kreativität zeigen oder ihren Ideenreichtum, weil das führt gerade zu Erfolg. Die Waagengeborenen ist auch wichtig, dass Selbstdarstellung, vielleicht ändert sich etwas in ihren äußeren Erscheinung, neue Frisur oder neue Mode und wichtig sind auch gerade die Finanzen und die Werte und auch das Selbstwertgefühl gerade. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich unsicher. In den kommenden Tagen kommt aber mehr Klarheit und beruhigt sich das alles. Also bekommen sie einen klaren Blick und dabei hilft auch diesem königlichen Stern Aldebaran. Bei den Skorpiongeborenen ist eine gute Nachricht zum Erwarten oder Handlungen. Es kommt etwas in Bewegung und in den kommenden Tagen kommt es im Fluss und dann erleben die Skorpiongeborenen als Erfolg und heute ist es auch möglich, aber heute sind noch ein bisschen Unklarheiten da und die kommenden Tagen kommt aber Klarheit, kommt etwas im Fluss. Die Skorpiongeborenen sollen zurzeit ihren Finanzen in Ordnung zu bringen und sie haben immer wieder mal Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bringen etwas in Ordnung oder haben eine wichtige Aufgabe gerade. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, auf ihren Emotionen achten, also Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen und die innere Ruhe bewahren. Weil es sind auch Herausforderungen und es kostet Kraft und dadurch fühlen sich die Schützengeborenen kraftlos im Augenblick. Also wichtig ist die Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Gespräche können unangenehm sein bei den Schützengeborenen. Entweder eine schlechte Nachricht
kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Und genau das, was die Schützengeborenen belastet. Die Tierkreis zeichnen, Stiergeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Aber zurück zum Schützengeborenen, das brauchen die Schützengeborenen auch gerade. Also bei den Tierkreiszeichnern, auch die Schützengeborenen, auch die Steinbockgeborenen brauchen einen festen Boden unter ihren Füßen, Sicherheit und Stabilität. Und darum kümmern gerade die Steinbockgeborenen. Aber ihre Gefühle sind ein bisschen durcheinander. Das kann Zweifel sein, Unsicherheit oder Ängste. Also wichtig ist auch die Ruhe bewahren. Und abwarten, weil in den kommenden Tagen kommt Klarheit, kommt mehr Orientierung oder werden die Steinbockgeborenen etwas genau anschauen und kommt auch etwas in Bewegung. Bei Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen, sie spüren gerade die Leichtigkeit. Wo die Wassermanngeborenen achten sollen, das ist das eigene Kraft. Weil sie fühlen sich auch kraftlos und erschöpft. Wo die Wassermanngeborenen Erholung bekommen, das ist die Freizeitaktivitäten oder mal die Lebensfreude. Und genau das gibt die Gleichgewicht und bekommen die Wassermanngeborenen auch wieder mehr Kraft und Mut oder Bestätigung. Also Kontakte pflegen mit Freunden, Bekannten, in Freizeit etwas unternehmen oder mal Spaß haben, den Tag genießen. Und wichtig ist auch noch bei den Wassermanngeborenen, dass sie zuhören, weil sie bekommen wichtige Informationen. Oder dass sie auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, weil das hilft weiter bei den Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichnung Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation, die Arbeit, aber nicht nur das, sondern auch die Beziehung. Aber wenn wir schon hier bei Arbeit sind, ich habe schon erwähnt, es gibt Energiefeld für die Arbeit, darüber habe ich heute eine Aufnahme veröffentlicht und dieses Energiefeld befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das können wir alle nutzen, die Eigenschaften, was die Tierkreiszeichen Fischengeborenen vermitteln, wie Kreativität oder Spiritualität. Wenn wir in diesem Bereich tätig sind, gerade da haben wir mehr Erfolg in Arbeit. Also wichtig ist bei den Fischengeborenen die Arbeit, aber auch die Beziehung. Und da sollen sie zeigen ihren Talente, ihren kreative Art und sollen auch intuitiv in die Arbeit verbessern oder hören auf ihren Intuitionen, ihre Visionen. Gerade das ist wichtig, damit das alles im Fluss kommt. Dann sollen die Fischengeborenen Gespräche pflegen, auf anderen zugehen, Kontakte suchen, aktiv sein, weil das hilft auch weiter. Was die Gefühle betrifft, da bedrückt etwas die Fischengeborenen. Es kann Ängste sein oder Erinnerungen, Enttäuschungen und ein bisschen Geduld, in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Bei den Tierkreiszeichnern Wiedergeborenen ist spürbar die Leichtigkeit. Die Wiedergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Was die Gespräche betrifft, da sind noch Unklarheiten. Also wichtig ist ein klärendes Gespräch oder genau hinhören oder nachfragen. Oder wenn um einen Vertrag handelt, das nochmal überprüfen, weil die sind da Unklarheiten noch da. Was die Kraft betrifft, teilweise fühlen sich die Wiedergeborenen erschöpft und kraftlos und sie sollen genau überlegen, wo setzen sie ihren Kraft ein, sonst verlieren sie die Gleichgewicht. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind Einschränkungen in die Liebe. Was bei den Stiergeborenen gerade gut ist, etwas in Ordnung zu bringen, klärende Gespräche führen, einen Termin ausmachen,
Oh, dein Vertrag hat auch einen Vorteil, gerade bei den Stiergeborenen. Und auch die Bewegung ist sehr wichtig. Das heißt, es bewegt sich etwas. Oder die Stiergeborenen haben gerade Kraft und Mut. Wenn wir bei Bewegung sind, das kann auch Sport sein oder Autos. Und in diesem Lebensbereiche haben gerade auch Glück die Stiergeborenen. Diese täglichen kosmische Energie wirkt auf unserem Leben. Dazu kommt unsere eigenen Energiefeld und das ist individuell. Und das ist wichtig auch, dass mal bei bestimmten Themensbereichen oder bei bestimmten Fragen oder bei Terminen maßgeschnitten anschauen. Ganz individuell. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.